Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen zu unserem zweiten Video, zu unserem Doppelkapitel 3.3, 3.4, Bestimmung von Stammfunktionen und Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Nachdem wir letzte Woche ziemlich innermathematisch geblieben sind mit diesen neuen Stammfunktionen und wie man die bestimmt, kehren wir heute gedanklich wieder zurück zu dem, was wir schon die ganzen letzten Stunden gemacht haben. Wir erinnern uns, da haben wir uns mit Integralen und Flächen unter Kurven beschäftigt. Zum Anfang ein kleiner Ausflug in die Physik. Keine Panik, wir bleiben in Bereichen der Physik, die wirklich einfach sind. Das versprechen euch die beiden, auch Physiklehrer, nicht wahr? Hoch und heilig. Wir haben hier ein Diagramm dargestellt und betrachten eine Bewegung, und zwar eine Bewegung von irgendeinem Körper, zum Beispiel einem Auto. Und das hat die Beschleunigung a 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Die Einheit ist für uns jetzt nicht so wichtig, werden wir später in Mathematik wir immer auch weglassen. Jetzt am Anfang hilft es uns ein bisschen, das Ganze zu verstehen. Nochmal zur Erinnerung, 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Wie kann ich mir das vorstellen, Herr Fähnrich? Naja, das heißt, wenn zum Beispiel wir ein Auto haben, das am Anfang ruht, dann in der ersten Sekunde nimmt die Geschwindigkeit zu von 0 Meter pro Sekunde auf 10 Meter pro Sekunde und in der zweiten Sekunde von 10 Meter auf 20 Meter und in der dritten von 20 Meter pro Sekunde auf 30 Meter pro Sekunde und so weiter. So. Jetzt gehen wir erstmal zurück zu dem, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Wir bestimmen die Fläche unter dem Graphen und sagen, wir bestimmen diese Fläche hier bis zum Zeitpunkt 5. Berechnen wir mal die Fläche für den Zeitpunkt 5 Sekunden, dann wären das 10 Meter pro Sekunde im Quadrat. Das ist sozusagen die Länge von dem Rechteck mal der Breite, also mal 5 Sekunden. Und wir haben hier absichtlich einen kleinen Fehler eingebaut, den ihr Schüler öfters macht, den wir Lehrer auch manchmal machen. Beim Koordinatensystem, bei Anwendungsaufgaben muss man auch immer die Einheiten hinschreiben. Also oh ja, T, das war sehr absichtlich von mir, sehr, sehr absichtlich. Es war absichtlich. T in Sekunden, A in Meter pro Sekundenquadrat. Sonst wäre es blöd, sonst müssen wir euch in der Klassenarbeit einen Punkt abziehen oder in der Datei einen Punkt abziehen. Das wollen ja niemand von uns. Gut, also wir berechnen die Fläche dieses Rechtecks. 10 mal 5 mit den zugehörigen Einheiten, das sind gerade 50 Meter pro Sekunde mal Sekunde. Da kürzt sich einmal Sekunde raus und es bleibt übrig Meter pro Sekunde. Und es passt ja auch wunderbar, weil vorhin haben wir gesagt, die Geschwindigkeit erhöht sich von der 0. auf die ersten Sekunde von 0 Meter pro Sekunde auf 10 Meter pro Sekunde. Wenn wir das weiterspinnen, von der 4. Sekunde zur 5. Sekunde von 40 Meter pro Sekunde auf 50 Meter pro Sekunde. Und hier beim Flächeninhalt kommt es genau 50 Meter pro Sekunde raus. Das heißt, was wir berechnet haben, ist die Geschwindigkeit des Autos nach 5 Sekunden. Das passt auch zu dem, was wir vor einigen Videos schon mal gemacht haben, nämlich Rekonstruieren von Größen. Da haben wir aus dem Graphen einer Funktion eine andere Größe rekonstruiert. Damals war es zum Beispiel die Zulaufrate von einem Becken. Und wir haben gesagt, wir rekonstruieren, wie viel Liter Wasser dann in dem Becken drin sind. Hier ist es die Beschleunigung, wie sich eine Geschwindigkeit verändert. Und wenn wir daraus eine Größe rekonstruieren, erhalten wir eine Geschwindigkeit, die es zu einem bestimmten Zeitpunkt hat. Und jetzt schreiben wir das mal allgemein auf. Wenn wir es allgemein zum beliebigen Zeitpunkt t hätten, also a von t, ist dann 10 Meter pro Sekunde Quadrat mal t. Gut, und jetzt überlegen wir mal auf der linken Seite, das steht ja jetzt noch nicht so viel, überlegen wir mal im letzten Video, da haben wir das sehr innermathematisch gemacht, mit Stammfunktionen. Bevor der Herr Theines irgendwas hinschreibt, überlegen wir uns mal, was wäre denn die Stammfunktion, wenn wir eine Funktion hätten, die wäre einfach 10. Also wir hatten nämlich hier a von t ist 10, jetzt mal ohne Einheiten. A von t ist 10. Wie wäre da die zugehörige Funktion, naja, Stammfunktion? Naja, das wisst ihr. Wir hätten ja hier 10 mal t hoch 0 im Endeffekt. Das heißt, Exponent die Hochzahl wird um 1 größer. Das heißt 10 mal t hoch 1 oder einfach 10 mal t. Und unten steht 1 durch n plus 1, also 1 durch 1, also einfach 1. Also die Stammfunktion ist einfach 10t. Und das ist im Endeffekt die Geschwindigkeit. V von t ist 10t. Und die Einheit können wir hier auch hinschreiben, das ist Meter pro Sekunde wäre das. Aber wenn wir es wieder machen, wieder oben, das ist hier Meter pro Sekunde, wir können es einmal noch ohne Einheiten wieder hinschreiben, V von T ist 10T. Genauso wie es oben ist, dann ist es mal gleich. Einmal für Anwendungsaufgaben mit Einheiten und einmal jetzt für uns ein bisschen ohne Einheiten. Für uns aber gleich wichtig und deswegen markieren wir es auch entsprechend, die für uns wirklich wichtigen Sachen in Mathematik sind die ohne Einheiten.
Wir heben die das jetzt mal ein bisschen hervor. Die Einheiten dienen, wie gesagt, zu veranschaulichen, aber auch später in Mathematik. Wir bleiben bei denen ohne Einheiten, denn damit können wir leichter rechnen. Sonst kommen wir bloß durcheinander, was ist jetzt eigentlich die Variable, nach der aufgeleitet oder abgeleitet wird. Deswegen später machen wir nur noch das hier. Und das Schöne ist, was wir jetzt sehen, v von t gleich 10t stimmt genau überein mit der Fläche, die wir da oben berechnet haben. A von t auf der rechten Seite ist 10t. Da können wir es auch nochmal, wenn wir wollen, ohne Einheiten schreiben. Sollen wir? Brauchen wir da jetzt nicht. Wir haben es hier unten, glaube ich, stehen. Oder? Okay, wunderbar. Dann legen wir uns mal den Graph der Funktion. Was ist denn der hier? Gut, der Graph hier war es eine Gerade parallel zur x-Achse. Hier haben wir jetzt, wenn wir hier unten wieder unser t haben, 10 ist sozusagen eine Steigung. Das heißt, wir haben eine Gerade, die durch den Ursprung durchgeht. Mit, opa, das Klassiker. Naja, passiert uns andauernd. Man muss immer schön umstellen. So. Eine Gerade mit der Steigung 10. Auch hier nicht vergessen, dass wir die y-Achse beschriften. Dieses Mal ist es nicht eine Beschleunigung, dieses Mal ist es die Geschwindigkeit v. Und t in Sekunden. Genau, jetzt haben wir es hier etwas kurz gemacht, damit der Zeitpunkt 5 sozusagen noch dabei ist. Und t in Sekunden. So, und jetzt versuchen wir hier auch mal die Fläche zu berechnen. Legen wir uns nachher, was das bedeutet. Fläche auch zum Zeitpunkt 5. Der Kleine schraffiert sich schön, wir überlegen uns schon mal, was es ist. Dreiecksfläche, wissen wir, ist ein halb Grundseite mal Höhe. Oder auch, wenn wir uns umdrehen, halb Höhe mal Grundseite. Also die Fläche A wäre hier ein halb mal, jetzt brauchen wir die Höhe, die haben wir hier noch nicht schraffiert, aber wir wissen ja, die Höhe nach 5 Sekunden haben wir oben schon ausgerechnet, das ist ja genau die Geschwindigkeit, die ist 50. Deswegen ein halb mal 50. Meter pro Sekunde, genau, mal 5 Sekunden. So, noch hier, diese ein halb mal 50 ist 25, mal 5 ist 125 und die Sekunde von 5 Sekunden wird in den Zähler stehen, wird sich wieder kürzen mit der Sekunde, das heißt hier um 125 Meter. Was sagt uns das Meter, Herr Thein? Meter, wo sind wir jetzt? Wir sind plötzlich beim Weg gelandet, von der Geschwindigkeit zum Weg. Das heißt, wir haben hier den zurückgelegten Weg des Autos. Das Auto hat nach 5 Sekunden 125 Meter zurückgelegt. Wir schreiben das auch jetzt mal allgemein, a von t. Also die Fläche für einen beliebigen Zeitpunkt. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das ist ein halb bleibt gleich. Die 50 Meter pro Sekunde müssen wir überlegen, wo kommen die her. Aber da links haben wir es ja, die Formel dafür, die 10t. Also können wir schreiben mal 10t. Mal 5 Sekunden ist einfach die Zeit, also mal t. Das heißt, wir hätten zusammen 5t². Ja, genau, wir schreiben es gleich im Stück. Genau, ich denke, unsere Schüler können das schon. 5t². Ja, ja, locker, oder? Gut, 5t im Quadrat. Wunderbar, und jetzt gehen wir wieder auf die linke Seite und überlegen uns die Stammfunktion wieder. Also die Stammfunktion von v von t gleich 10t. Überlegen wir, okay, die 10 würde auf jeden Fall bleiben und aus t hoch 1, was ja da steht, würde, wenn wir den Exponenten um 1 größer machen, t Quadrat werden. Und dann müssten wir 1 durch diese 2 wieder davor schreiben. Also wir hätten jetzt, weil wir die Strecke haben, s von t, oder den Weg, s von t, einfach 10 mal ein halb, mal t Quadrat. Und es ist ja 5t Quadrat, wenn wir es vereinfachen. Machen wir auch. Und ihr merkt schon, wir fangen jetzt an und lassen die Einheiten wirklich schon mal weg. Wir haben es hier oben noch gemacht. Hier bleiben wir jetzt wirklich mal im mathematischen Bereich, weil es dann wirklich einfacher für uns bleibt. Und jetzt sehen wir auch wieder, naja, der Weg, diese Stammfunktion s von t ist 5t Quadrat, ist genau diese Fläche allgemein, wie wir sie rechts da berechnet haben. Das ist wunderschön, das passt hier perfekt. Und was wir deswegen sehen können, wenn wir die Pfeile machen, wie letztes Mal, wo wir in blau geschrieben haben, wenn wir aufleiten. So, und das Schöne ist jetzt, mit dem, was wir im letzten Video gelernt haben, haben wir jetzt einen wunderbaren Zusammenhang, denn wenn man Beschleunigung integriert oder, wie wir es
umgangssprachlich sagen, aufleiten, dann kriegt man die Geschwindigkeit. Und wenn man es nochmal aufleitet, dann bekommt man den Weg. So, wir zeichnen zur Vollständigkeit halber auch den Graphen des Wegs einmal ein. Und das Schöne ist, jetzt, wenn man den Graphen mal durchgeht, vorher hatten wir eine konstante Funktion für die Beschleunigung, leiten wir das einmal auf, haben wir immer eine lineare Funktion. Und wenn wir das Ganze nochmal aufleiten, haben wir eine schöne Normalparabel. Und bei 5 hat die dann den Wert 125. Können wir hier machen, genau hier. Das ist 125 Meter, dass das Auto zurückgelegt hat. T wieder in Sekunden und die Zeit natürlich in Meter. Der Weg in Meter. Ja, der Weg in Meter. Danke, Herr Tan. Bitte. So. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, ob wir hier vielleicht einen allgemeinen Zusammenhang sehen. Denn was haben wir auf der linken Seite? Da haben wir immer die Stammfunktion, immer groß F eigentlich, jedes Mal berechnet. Und zwar immer von einem bestimmten Wert, und zwar von 5. Ich meine, wir haben es hier noch allgemein stehen, aber im Endeffekt haben wir F von 5 berechnet. Und auf der rechten Seite haben wir immer das Integral berechnet. Also ich meine, die Fläche unter dem Graph der Kurve, was nichts anderes ist als das Integral. Das Integral hat angefangen, die untere Grenze war 0, also von 0 bis 5. Und man ist mal allgemein, die allgemeine Funktion wäre dann klein f von t, dt. Die Integrationsvariable ist hier t. So, der Tan hat ja schon ein Ist-Gleichzeichen gemacht. Das Schöne ist, das ist genau dasselbe. Wir verdeutlichen es uns nochmal in Wiederholung. Wir haben hier v von t ist 10t. Das war die Stammfunktion von der Beschleunigung a von t. Okay. Wo finden wir das auf der rechten Seite? Naja, da oben, als wir die Fläche unter dem Graph der Beschleunigung ausgerechnet haben. A von t ist auch 10t. Und dass die Fläche ein Integral ist, das unter der Kurve, das wissen wir jetzt schon seit der letzten Stunde. Seit der vorletzten Stunde, genau. Und wir haben das hier sogar nochmal, wir haben es gleich zweimal, mit einer anderen Farbe. Der Weg, s von t, hier 5t Quadrat, weil die Stammfunktion von der Geschwindigkeit. Und wir finden es rechts, der Teil zeigt schon, als Fläche unter dem Graph der Geschwindigkeitsfunktion. Und es war genau dasselbe. Die Fläche, große A von t, war auch 5t Quadrat. Da sehen wir in zwei Beispielen, dass das wunderbar passt. Und jetzt überlegen wir uns mal, wie sieht das allgemein aus, wenn wir nicht zum Zeitpunkt 0 starten. Wir kommen jetzt zu einem ähnlichen, aber allgemeineren Beispiel. Wir haben eine Funktion f von x, hier ist ihr Graph dargestellt, und wir möchten die Fläche unter dem Graphen dieser Funktion von a bis b bestimmen in diesem Intervall. Und wir erinnern uns, das wissen wir aus diesem Video zum Integral, dass diese Fläche gerade dem Integral f von x dx von a nach b entspricht, das wir bisher immer so ausgerechnet haben, dass wir uns im GTR gesagt haben, rechnet dies aus. Im GTR wurde dann auch die Fläche straffiert, wir haben einen Wert ausgespuckt bekommen. Wir wissen, dass der GTR hat das mit Hilfe dieser Rechteckflächen gemacht, mit denen wir selber nie gerechnet haben. Und wir schauen jetzt mal, ob wir nicht was finden, was für uns, wenn wir den GTR mal nicht nehmen können, etwas effektiver ist als die Nummer mit den Rechteckflächen. Und da haben wir ja gerade gelernt, die Stammfunktion von den einzelnen Werten, also wenn wir mal die Stammfunktion von b wirklich mal hinschreiben würden, was können wir einfach in schwarz hier hinschreiben, f von b, groß f von b, sagen groß f. Belegen uns, was es ist oben. Ja, das ist die Fläche vom Nullpunkt bis b, also von diesen beiden x-Stellen, ist die Fläche unter dem Graphen. Diese ganze Fläche hier, das bekomme ich, wenn ich die Stammfunktion nehme und b einsetze. Haben wir gerade eben oben am Beispiel gezeigt. Jetzt ist das aber ein bisschen zu viel. Jetzt müssen wir da eigentlich einen Teil abziehen. Der Teil schraffiert auch welchen Teil man mit einer anderen Farbe. Genau den. Genau, den müssen wir abziehen. Und es ist es genau analog wie vorhin. Das ist natürlich die Fläche von x gleich 0 bis x gleich a, das ist dann die Stammfunktion von a. Also müssen wir die abziehen, also minus die Stammfunktion, also minus groß f von a. Ich mache jetzt nur kurz die Farben hier wieder weg, damit es wieder schön aussieht. Und wir haben groß f von b minus groß f von a. Das ist allgemein das Integral von f von x dx von den Grenzen von a nach b. Und das, was wir jetzt soeben gemacht haben, ist der große Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Und wir sind jetzt endlich wieder schlauer wie der GTR. Der GTR kann zwar das Integral berechnen, aber der macht dann einen Näherungswert, während wir jetzt
wenn wir Stammfunktionen bestimmen und nur die Grenzen einsetzen, den exakten Wert ausrechnen können. Also, wir sind doch intelligenter als die kleine Rechenmaschine. So, hier also nochmal allgemein den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Für eine beliebige Stammfunktion groß f auf klein f auf dem Intervall a bis b gilt. Das Integral f von x dx von a nach b ist groß f von b minus groß f von a. Wie gesagt, bitte sagt immer groß f und klein f, damit wir wissen, was gemeint ist. Und das Wichtige ist, hier kann man auch jede beliebige Stammfunktion nehmen. Warum? Weil wir hatten ja dieses plus c, also einfach diese Konstante da hinten dran. Und wenn wir die hier einmal haben und hier auch nochmal haben, und mit dem Minuszeichen, fällt die auch immer weg. Das ist eigentlich immer sehr schön und sehr raffiniert eigentlich bei diesem Hauptsatz. Genau. Und für euch einfach wichtig zu wissen, was ihr da machen müsst. Ihr tut sozusagen die Funktion f aufleiten, also integrieren, dass ihr die Stammfunktion erhaltet. Welche ihr erhaltet, müsst ihr euch gar keine Gedanken machen. Einfach die, die beim einfachsten Vorgehen rauskommen würde. Setzt b ein, zieht davon das Ganze ab, wenn man a einsetzt, und schon habt ihr euer Integral berechnet. Wenn euch das ein bisschen verwirrend vorkommt, der Teil zeigt euch nochmal ein paar Beispiele. So, kommen wir zur ersten Aufgabe. Hier sind drei Integrale, die von euch mit Hilfe dieses neuen Hauptsatzes berechnet werden sollen. Ihr dürft es auch gleich mal selber ausprobieren. Nochmal der kurze Hinweis, was sollt ihr machen? Ihr bildet jeweils die Stammfunktion von der Funktion, die im Integral drinsteht, setzt dort einmal die obere und einmal die untere Grenze ein und zieht es voneinander ab. Macht das bitte erstmal auf dem Schmierblatt, da wir euch jetzt gleich ein Verfahren zeigen, mit dem das relativ einfach und schön aufzuschreiben ist, eine besondere Schreibweise, und wir wollen aber trotzdem, dass ihr es vorher mal alleine probiert. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Wow! Und hier sind sie, die Lösungen. Zur ersten Aufgabe. Die Stammfunktion von x hoch 3. Der Exponent erhöht sich um 1, x hoch 4. Das allein reicht aber noch nicht, denn, wir erinnern uns ans Video von letzter Woche, von der letzten Stunde besser gesagt, die 4 kommt ja runter beim Ableiten, also muss ein Viertel davor, damit hier oben kein Vorfaktor ist. Wir schreiben das Ganze hier in eine eckige Klammer, wo nochmal die Integrationsgrenzen mit dabei sind. Das wäre wichtig, und wir möchten auch, dass ihr das immer so schreibt, weil auf die Art und Weise habt ihr die Stammfunktion und die beiden Sachen, die eingesetzt werden müssen, nochmal in Kombination. Und dann setzen wir es tatsächlich ein. Einmal das hier eingesetzt mit 2, minus das Ganze eingesetzt mit minus 2. Und noch was an der Stelle, was wir immer haben möchten, das, was nach dem Minus kommt, setzt ihr bitte immer in eine große Klammer. Wir werden gleich sehen, warum das wichtig ist. Bei anderen Aufgaben, bei manchen nicht unbedingt, macht es immer eine Fehlerquelle weniger. Das Ganze kann man jetzt ausrechnen, haben wir 16 Viertel hier drüben. Aus dem minus 2 im hoch 4 werden auch wieder 16, haben wir 16 Viertel minus 16 Viertel. Das ist gerade 0. Wie kann das jetzt sein? Kein Problem, wir denken mal zurück. Die Funktion x hoch 3 sieht so aus. Wir wollen den orientierten Flächeninhalt von minus 2 bis 2. Ein Teil der Fläche ist unterhalb der x-Achse, ein Teil oberhalb. Da die Funktion symmetrisch ist zum Ursprung, ist diese Fläche genauso groß wie die. Und wenn wir da den orientierten Flächeninhalt machen, die wird negativ gezählt, die positiv heben sich gerade auf, kommt 0 raus. Bei der B-Aufgabe haben wir das Integral von der Funktion 1 plus 1 durch x, dx. Und wir bilden die Stammfunktion davon, schreiben die auch in eckige Klammer. Bei einer Summe können wir die Stammfunktion einzeln bilden. Also von 1 die Stammfunktion wissen wir jetzt x. Und von 1 durch x, das war dieser Sonderfall, den wir uns wirklich auswendig merken müssen, das ist ln x von den Grenzen von 1 bis 2. Wir setzen die ein, also fangen mit der oberen an, wir sind ja groß f von b, also die groß f von 2. Also machen 2 plus ln 2 minus, und dann, und hier ist es wirklich sehr wichtig, diese Klammern drumherum zu machen, also minus, Klammer auf, 1 plus ln 1, Klammer zu, dann steht da 2 plus ln 2 minus 1, und auch hinten verändert sich das Vorzeichen, minus 0. Gut, weil es jetzt 0 ist, ist jetzt hier nicht so dramatisch, aber trotzdem, es hätte sich geändert und deswegen auch die Klammer. Und dann bleibt übrig 1 plus ln 2. Gut, kommen wir zum letzten Beispiel. Die Funktion ist hier 3 durch 4x minus 2. In diesem Fall sollten wir, bevor wir irgendwelche Versuche machen, das Ganze aufzuleiten, die Funktion umschreiben, nämlich in 3 mal,
und dann den Nenner hoch minus 1, so können wir das ja immer ändern. Und jetzt können wir das Ganze recht gut verfahren. Die 3 als Vorfaktor bleibt bei der Stammfunktion stehen. Irgendwas hoch minus 1, die Stammfunktion ist gerade, so wie es hier drüben war, der ln von dem, was unten steht. Hier war es einfach x, hier steht 4x minus 2, also ist es ln von 4x minus 2. Vorsicht, wir sind aber noch nicht fertig, denn wenn wir jetzt ableiten würden, die Ableitung vom ln wäre gerade 1 durch diese Klammer und dann muss noch die Ableitung der inneren Funktion dazu. Das wäre hier von 4x minus 2 gerade 4. Die 4 taucht hier aber als Faktor nicht auf, also brauchen wir wieder das 1 Viertel, um die 4 auszugleichen. Was man hier noch machen kann, bevor wir anfangen einzusetzen, wir bringen das Ganze in eine einfache Darstellung. 3 mal 1 Viertel haben wir 3 Viertel davor, mal ln 4x minus 2. Wir setzen die 4 und die 1 ein und dann haben wir 3 Viertel mal ln von 14 minus 3 Viertel ln von 2. Das 3 Viertel können wir noch ausklammern. Das da hinten, wenn wir es jetzt ausrechnen wollen würden, bräuchten wir dann eben den GTR. Ansonsten ist das die genaueste Lösung, die wir gerade ohne GTR-Hilfe machen können. Und diese Vereinfachung, die der Teil jetzt hier nebenbei gemacht hat, diese 3 und diese 1 Viertel oben, er zeigt nochmal gerade drauf, da, genau, 3 und 1 Viertel, beachtet wirklich, dass das hier alle Vereinfachungen, die man in der Stammfunktion machen kann, auch wirklich macht, bevor ihr die Grenzen einsetzt. Da, glaubt mir, passieren ganz viele Fehler, wenn man das nicht macht. So, wir kommen zu einer zweiten Aufgabe. Wir haben eine Funktion f von x dargestellt und wie wir es schon von zuvor von anderen Aufgaben kennen, die wir in den letzten Wochen gemacht haben, sind rechts 4 Aussagen. Dieses Mal sollen wir nicht sagen, ob wahr oder falsch, sondern sagen, auf welche der 5 Punkte diese Aussagen zutreffen. Schauen wir uns gleich mal das erste an. An welcher der markierten Stellen a bis e ist f' von x am größten? So, schauen wir mal rüber. Hier dargestellt ist f von x. f' von x wäre gerade die Steigung der Ableitung von dieser Funktion. Schauen wir uns mal den Graphen an. Wo wäre die Ableitung und damit die Steigung von diesem Graphen f von x am größten? Naja, von diesen 5 Stellen. An der Stelle b und an der Stelle c ist die Steigung auf jeden Fall mal 0. Die sind es schon mal nicht. Bei e ist es negativ, das fällt also auch raus. Bleiben a und d übrig. Ja, wir sehen, bei a ist es relativ steil, bei d ist es weniger steil. Also ist es an der Stelle a f' von x am größten. Und wir verkürzen jetzt auch mal die Lösung, die wir hinschreiben. Ich schreibe jetzt einfach mal a hin. Und wir müssten eigentlich schreiben, an der Stelle a ist f' von x am größten. Die 2 ist jetzt recht knifflig. Wann ist groß f von x am größten? Überlegen, wir wissen jetzt, die Stammfunktion können wir mit dem Flächeninhalt in Verbindung bringen. Und ich schraffiere jetzt auch mal hier den Flächeninhalt mit blau. Zum Beispiel hier den ersten Teil, der ist so hier, bis dahin. Und ich fange jetzt auch mal an von der Stelle a, weil ab da interessiert es uns ja erst. So, ich vergleiche jetzt mal an der Stelle a mit der Stelle b. Also, wenn wir hier überlegen, naja, je weiter x sozusagen hier auf der x-Achse wandert, desto größer wird der Flächeninhalt. Das heißt, bei b haben wir diesen ganzen Flächeninhalt, also den, mehr schon schraffiert, mehr als bei a. Das heißt, b ist auf jeden Fall, an der Stelle b ist f von b größer als f von a. Ja? Jetzt überlegen wir jetzt aber hier weiter, den Flächeninhalt überlegen, der ist wieder negativ. Und wir wissen ja, naja, die Stammfunktion mit dem orientierten Flächeninhalt hängt die zusammen. Das heißt, hier ist der Gesamtflächeninhalt dann wieder weniger. Und das heißt, c könnte es sein, könnte größer sein als b, weil hier ja sozusagen viel mehr dazukommt, als hier abgezogen wird. Das heißt, wir können auf jeden Fall sagen, Groß F von c ist auch größer als Groß F von b. Können wir definitiv sagen. Gucken wir mal weiter. Hier kommt dann wieder ein bisschen was, geht ein bisschen was weg. Und hier das Ganze, schraffiere es jetzt mal nur bis d, kommt wieder Flächeninhalt dazu. Und der hier und dieser hier, das wissen wir jetzt nicht so genau, das kann man nicht so genau erkennen. Das heißt, Groß F von d und Groß F von c können ungefähr gleich sein. Was wir aber jetzt auf jeden Fall weitersehen, hier kommt ja deutlich Flächeninhalt noch dazu. Das heißt, Groß F von e ist auf jeden Fall größer als Groß F von d und deswegen auch größer als Groß F von c, Groß F von b, f von a. Das heißt, die Lösung ist hier
an der Stelle E. Kein, wollen Sie das ergänzen? Genau, ich ergänze einfach insofern noch ganz kurz. Einfach überlegen, von der Stelle A ab kommen zwei riesengroße, positiv zu werdende Flächen dazu und nur eine kleine, negativ zu werdende Fläche wird abgezogen. Das heißt, insgesamt können wir uns sicher sein, von der A ab dürfte das E der größte Flächeninhalt sein bis zum E. Das heißt, F von E ist, groß F von E ist definitiv am größten. So, wenn jetzt also die Fläche die ganze Zeit zunimmt, dann können wir uns vielleicht damit auch schon die 3 überlegen, nämlich, wo ist groß F von X am kleinsten? Naja, sobald A fertig ist, kommt sozusagen Fläche dazu, Fläche dazu, Fläche dazu. Es fällt bei C in diesem Bereich hier unten zwar ein bisschen Fläche weg, aber es fällt viel weniger Fläche weg, als seit A mit dazugekommen ist. Das bedeutet, dass an dieser Stelle A der definitiv kleinste Wert für unser Groß F gegeben ist. Wenn ihr das nicht ganz verstanden habt, ist hier auch die gute Möglichkeit, in den Kommentaren nochmal reinzuschreiben oder auch im Unterricht dann zu fragen. Kommen wir jetzt mal zur 4. Und das ist im Endeffekt so eine Art Scherzaufgabe. Denn hier steht Groß F' von x, wann ist es am kleinsten? Und Groß F' von x ist ja eigentlich f von x. Nämlich also die Ableitung der Stammfunktion, das ist die normale Funktion. Richtig, und den Graph haben wir hier dargestellt. Das heißt, wir müssen einfach gucken, naja, wo ist da der kleinste Wert? Und der niedrigste Wert ist hier bei c. Also an der Stelle C ist f, groß F Strich von x am kleinsten. So. Gut, kommen wir zu einer 3. Aufgabe. Und hier wollen wir eine Tabelle mal anschreiben. Das ist gar keine richtige Aufgabe, wo ihr jetzt was machen müsst. Eine Tabelle anschreiben, die nochmal bei Anwendungsaufgaben den Zusammenhang erläutert zwischen der Ableitungsfunktion f Strich von x, einer Funktion f von x und einer Stammfunktion groß F von x. Das erste Beispiel ist gerade das, was wir jetzt heute in dem Video gezeigt haben, nämlich, wenn man die Beschleunigung aufleitet, kriegen wir die Geschwindigkeit. Wenn man die nochmal aufleitet, kriegen wir den Weg. Andersrum, der Weg abgeleitet, gibt die Geschwindigkeit abgeleitet, gibt die Beschleunigung. Und solche Zusammenhänge gibt es in der Mathematik noch viel mehr. Und wir möchten euch jetzt schon mal ein paar zeigen, die euch immer wieder in Textaufgaben begegnen. Und die übernehmt ihr einfach ins Heft. Wenn ihr zu denen noch Fragen habt, könnt ihr gerne in den Kommentaren stellen oder ansonsten auch im Unterricht. Und immer, wenn uns jetzt bei Anwendungsaufgaben noch weitere solche Zusammenhänge einfallen, dann ergänzen wir die im Heft unserer Tabelle. Falls wir Anwendungsaufgaben machen, wo ihr solche Zusammenhänge seht und uns fallen sie nicht direkt auf, erinnert uns bitte dran, damit wir sie dann im Heft ergänzen. Sofort melden. Wir merken auch nicht alles. So, und das war es mit dem Video. Ich hoffe, euch ist der Zusammenhang klar geworden und ihr kommt vor allem mit dieser mega Formel, die wir jetzt da aufgestellt haben, gut klar. Wir üben das nochmal, sogar jetzt 2 Doppelstunden lang und dann sehen wir uns wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao.